Verunstalte. Oh mein Gott, deshalb bin ich auch ziemlich aufgeregt. Das sind komplett meine Haare für alle, die mich noch nicht so lange kennen und da sind keine Extensions drin, also gar nichts. Und ja, was werden wir denn heute überhaupt machen in diesem Video? Es ist so, dass es was ganz, ganz Neues gibt von L'Oréal und zwar nennt sich die Reihe Colorista. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und zwar haben wir hier zum einen diese One Sprays in verschiedenen Farben. Dann haben wir dieses hier, Two Weeks Color und zwar, ja, wie das der Name schon sagt, nach 2 Wochen wäscht sich das Ganze aus. Und dann haben wir noch dieses hier, ein Permanent Color Produkt und oh mein Gott, das geht jetzt mit meinen Haaren nicht und das werden wir auch nicht machen. Wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken, was wir machen werden. Und zwar werden wir diese Farben hier in meine Haare sprühen. Ich bin total aufgeregt, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe auch noch eine Überraschung für euch am Ende des Videos. Also bleibt da auf jeden Fall mit dabei, denn ich wäre nicht die Heidi, wenn ich nicht mal wieder was verlosen würde. Denn mir wurde ein Riesenkarton von L'Oréal zugeschickt. Und ich möchte natürlich sehr, sehr gerne mit euch teilen, das wisst ihr auch. Und jetzt legen wir aber los, genug gequatscht. Ich habe nämlich noch eine Überraschung für euch. Oh mein Gott, ihr habt es euch gewünscht, ein Video zusammen mit meinem Max. Und es kommt noch eine mega Überraschung mit dazu. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, wie gleich meine Haare aussehen werden und ob der Max jemals nochmal rausgehen darf zum Feiern, ja, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Okay Leute, also ich würde sagen, ich zeige euch jetzt die Überraschung. Die bereiten sich gerade noch vor. Und ich habe mir auch schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar muss ich auch mich noch ein bisschen passend anziehen, ne? Habt ihr es dann? Sollen wir die Überraschung kommen lassen? Erstmal das hier drüber, damit ich mein neues T-Shirt nicht einsaue. Hier habe ich noch ein schwarzes Handtuch. So, seid ihr jetzt bereit, meine Kinder? Ich sage euch nicht, wie viel Geld die jetzt von mir verlangen, ne? Damit sie hier in meinem Video erscheinen. Also, hier mein Max, kennt ihr schon? Mein Sohn. Und hier, schaut mal, der Olli. Das ist der beste Kumpel von Max. Und ich habe auch ihn gezwungen in mein Video. So, also meine Kinder. Ja, ich sehe jetzt irgendwie nicht so sexy aus. Naja, ist egal. Also, für welche Farben habt ihr euch denn entschieden? Ja, für dir, Max. Hauptsache, ihr seht also es nicht aus. Es fängt schon gut an, ne? Es fängt schon gut an, Leute. Ich nehme Pink. Welche willst du? Ich nehme auch Pink. Hellpink. Okay, machen wir Balayage oder was, Leute. Max, du darfst nie wieder rausgehen. Ich sag es dir. Ich glaube, du darfst nie wieder rausgehen. Stimmt. Okay. Habt ihr schon gelesen, was ihr machen müsst? Sprühen. Hast du gelesen, Olli? Ja. Also, warte mal, wir erklären es auch nochmal. Er hat es schon beim Max auf die Haare gesprüht. Okay, also passt auf. Und zwar, ihr könnt euch das hier so ein bisschen wegmachen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und da steht dann, wie ihr es machen müsst. Das ist auf Deutsch. Ja. Und zwar müsst ihr es von 15 cm Entfernung sprühen. Und das müsst euch eben was drüber legen. Ja. Ach genau, und dann antrocknen lassen und dann durchkämmen. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Und damit es ein bisschen farbintensiver wird, länger sprühen. Okay. Also am besten, ich sprühe nicht so lange. So, okay, also. Let's go. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Habt ihr irgendwie einen Plan? Ja, wir machen einfach was. Max, Schatz. Ich bin aufgeregt. Oh Gott. 15 cm Abstand. Ja, das sind 15, was aber. Ja, Augenmaß. Boah. Ist doch geil. Sieht man schon was? Ja, schon. Oh Gott, boah, meine Haare. Ja. Ich bekomme für dieses Video übrigens kein Geld. Nur zur Info. Der Olli ist übrigens mein 5. Kind. Ja, schon. Der Olli ist so lieb, wirklich. Der ist so gut erzogen. Ich mag den Olli voll gerne.
Ich habe ihn sehr gerne bei mir zu Hause. Olli, wenn du willst, dass das so bleibt, dann konzentriere dich. Ja. Der Olli ist so ordentlich, der kommt rein, zieht gleich seine Schuhe aus, weil er weiß, dass ich so schimpfe. Einfach ein bisschen mehr. Was habt ihr für ein Gefühl wegen der Farbe? Reicht es? Ja. Wir nehmen es in Pink. Das wird schon. Ah, das wird schon, ich geb dir gleich. Oh mein Gott. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich mach's so. Yvette, was meinst du? Also die linke Seite ist richtig intensiv. Und der Max darf nicht mal weggehen, weil das Scheiße macht, oder? Was soll ich weg? Der Max darf mal nicht weggehen. Max, ich geh einfach rein von dir. Mach's aber so ein bisschen gemischt, Kinas. Ja, machen wir doch. Ich mach spitz. Ach, du machst die spitz. Ach, und der Olli macht's in der Mitte. Ja. Die haben einen Plan. Diese Kinder haben einen Plan, Leute. Ja, das muss ich tauschen. Lass mich übrigens gerade ansprechen. Hab ich? Ja. Willst du noch mal spielen? Mann, das sieht sehr gut aus. Ja? Kannst du mir eigentlich passen, ja? Ja, wahrscheinlich. Wollen wir nicht machen, oder? Der Olli ist sehr ordentlich. Seht ihr, wie ordentlich der Olli ist? Olli, hast du eine Freundin? Ja. Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Willst du mit dir gehen? Weiß man nicht mehr. Olli? Olli? Ja? Ja. Tut mir leid, aber... Ey, das hier gefällt mir so gut. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt Max, ne? So die Mama zu malträtieren, ne? Dann die Haare von Max dann. Ja. Und der Max denkt sich so, das ist für all die Male. Oh ja. Als du nicht erlaubt hast, dass ich weggehen darf. Und dass ich lieber lernen sollte. Das denkt der Max gerade. Stimmt's, Max? Olli, wie sieht's bei dir aus? Ja, es wird schon. Ja? Ja, ihr werdet Friseur. Sieht gut aus. Es riecht auch gut. Bin mal gespannt. Aber eure Hände, ne, sind schon heftig. Zeigt mal. Mach mal so. Ja. Ja, es geht. Geht? Ja, das mit dir. So ist reicht was. Ich spür's gar nicht. Was? Also wie ist es geworden jetzt von hinten? Ja, das sieht nicht gut aus, ehrlich. Echt? Also dieser Übergang ist echt nicht schlecht. Das ist echt eine gute Idee gewesen mit diesem Verlauf. Also das erste ist schon leer, das Hot Pink. Ja, wie gesagt, also für so lange Haare, wie ich sie habe, ich muss ja schon ein paar Packungen kaufen. Aber es riecht gut. Max, ist mein Stuhl jetzt irgendwie eingebaut? Nö. Die waren übrigens feiern, die Jungs. Und deshalb sind sie so mit der Hände. Deshalb sehen sie so ein bisschen müde aus, ne, Olli? Bisschen müde. Ja, ein bisschen. Bist du müde, Olli? Ja, ich schlafe nachher. Danach geht's weiter. Danach geht's weiter? Ja. Max, wenn ich jetzt aussehe, ne, wie so ein... Nee, das sieht aber echt gut aus. Echt jetzt? Ja. Das sagt er nur, weil er dann den Max mitnehmen möchte. Wisst ihr, wie ich meine? Weil schon. Die wollen noch weggehen heute Abend, ne? Ja, schon klar, ne? Ja, das geht. Easy going. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr noch weitere Videos haben wollt. Mit Olli und Max. Schreibt gerne mal eure Videovorschläge unten in die Kommentare. Der Olli schon so, oh Gott. Ciao, Max. Ja, wie? Süß. Max, was sagt dein Freund, er soll mit ins Video? Ich bin schon dabei. Auf drei rennen wir dann, haben wir gesagt. Oh Gott, Leute. Gut. Mein Mann, der ist übrigens draußen im Garten, ne, die Kinder auf dem Trampolin, also falls ihr irgendwie irgendwelche lauten Geräusche hört, mein Mann, der wird mich vielleicht nicht mehr wiedererkennen. Wie lange bleibt das eigentlich drin? Ein Tag, Schatz, ein Tag. Da steht nämlich One Day Color. Wolltest du heute nochmal rausgehen? Wir wollten noch ein Video drehen, zusammen mit der Yvette. Macht euch viel Spaß. Oh mein Gott. Auch noch ein bisschen von dem Ding. Ah ja, hier. Nee. Der Max will nicht, dass ich sehe. Das finde ich auch eine richtig schöne Farbe. Das sind Türkis. Was meinst du, Yvette? Türkis? Auch voll schön. Ja, das ist auch schön. Ich glaube, das harmoniert auch ganz gut mit dunklen Haaren. Ich habe hier auch noch ein
grau, aber das würde man auf meinen Haaren wahrscheinlich nicht so sehen. Vielleicht eher bei der Yvette. Yvette, du bist die Nächste. Ich bin zu dunkel dafür. Ja, das geht jetzt. Ja, das ist gut. Das ist gut aus dem Haar. Wie weit seid ihr, Jungs? Fertig. 1, 2, 3. Okay. Die wollen jetzt wegrennen, wenn ich das Ergebnis sehe. Ist gut aus dem Haar. Fertig? Ja. Olli, sehe ich gut aus? Ja. Okay, warte. Ach krass, wie gut dir das steht. Mhm. Damit meine Abonnenten. Hey, Jungs, der Verlauf ist ja toll. Oh, ich finde, das sieht echt nicht schlecht aus. Also es war zu wenig. Also hättet ihr noch ein bisschen Pink gehabt. Es sieht gar nicht schlecht aus. Echt? Also, du siehst halt, wo das Produkt noch da war. Das war auf der Seite. Ja. Ah ja, der Stuhl ist doch ein bisschen eingesaugt. Bisschen. Nicht. Okay, der Stuhl ist doch eingesaut. Lisa, das hält nur einen Tag. Olli, du bist der Geilste, ich schwör's. Okay, also meine Lieben, das ist jetzt das Ergebnis. Ich habe sie noch nicht durchgekämmt. Man soll auch 15 Minuten warten. Und ich bin jetzt aber so für den ersten Moment sehr überrascht. Haben die Jungs wirklich gut gemacht. Da magst du heute Abend weggehen. Ne? Deswegen haben die sich Mühe gegeben. Also ich finde es wirklich schön. Es ist allerdings so, dass es abfärbt. Also ich habe das hier an meinen Händen und deshalb hätte ich dann auch Angst, dass ich es hier am Hals habe, beziehungsweise auf meinem weißen T-Shirt. Ich werde jetzt noch einen Moment warten, werde sie mir dann mal durchkämmen, damit wir einfach noch sehen, wie sich das Ganze in meinen Haaren verhält. Aber ihr könnt schon sehen, obwohl ich ja wirklich ganz dunkle Haare habe, also fast schwarz, kann man es eigentlich ganz gut erkennen, ne? Oder? Ja. Max, was meinst du? Seid ihr zufrieden? Ja. Sagst du nur, weil du heute Abend weg willst, ne Max? Nein. Okay, also ich hole euch gleich nochmal dazu, würde ich sagen. So, meine Lieben, 15 Minuten später, ich habe mir jetzt die Haare durchgekämmt. So sehen meine Hände aus und am Kamm ist auch einiges an Farbe. Und es ist auch so, dass meine Haare sehr strohig sind. Also sie sind nicht mehr schön weich. Ich habe das Gefühl, dass es sehr pudrig ist, das Produkt. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn ich hätte niemals gedacht, dass man bei meinen Haaren irgendwas überhaupt sieht. Es ist auch so, dass die Jungs 3 Dosen gebraucht haben, was eine ganze Menge ist. Sie wollten ja so einen Balayage-Effekt machen, was ich richtig cool finde, Jungs. Allerdings ist es so, dass es auch nicht gereicht hat. Also falls ihr da Interesse dran habt, denkt bitte dran, euch genug Produkt zu kaufen. Und ja, ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite. Wie gesagt, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man zum Beispiel einen besonderen Abend hat, weggehen will, sich schöne Locken macht und dann diese Farbe reinsprüht. Dann achtet aber bitte darauf, was ihr anzieht, denn das Ganze färbt ganz schön ab. Also wie gesagt, ich hoffe, dass das Ganze jetzt von meinen Fingern geht und von meiner Kleidung vor allen Dingen. Und dass ich überhaupt was gemacht habe mit meinen Haaren, müssen wir auch noch rot im Kalender ankreuzen, weil ich das nicht so gern mache. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Jetzt bedanke ich mich noch ganz kurz bei meinen Jungs. Hier sind sie. Auf geht's. Kurz noch Tschüss sagen. Da sind sie, meine Helfer. Sehr fleißig. Ihr müsst ein bisschen weiter runter, weil sonst sieht man euch nicht. Okay. Süß, ne, meine Jungs? Haben mir fleißig geholfen. Okay, ja, und natürlich möchte ich mich auch noch bei der Yvette bedanken. Sie war nämlich heute hinter der Kamera und hat mir geholfen. Sie hat mich heute besucht. Wir drehen aber gleich ein Video zusammen. Da könnt ihr sie nochmal genauer sehen und dann auch abonnieren. Und jo, das war's. Hat's euch Spaß gemacht? Ja. Okay, meine Lieben, also wir verabschieden uns. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Schaut bei meinen letzten Videos vorbei. Und ja, alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wo bin ich? Für welche Farbe nehmen wir? Alle? Oder alle? Ja, wir nehmen alle. Wir nehmen alle? Nein. Hast du eine gute Versicherung? Nein.